Radio 1. Wischmeyers Schwarzbuch. Es ist der Geruch. Die Welt sieht noch genauso scheiße aus wie die Woche zuvor, aber es riecht nach Frühling. Die Natur schüttet ein Pheromon in die Luft, das beim Menschen bis in die unzugänglichsten Höhlen seines Kleinhirns vordringt und dort zu merkwürdigem Verhalten führt. Männer wachen plötzlich aus einem Tagtraum neben ihrem Rasenmäher auf und beobachten sich dabei, wie sie zärtlich über dessen Gruppe streicheln. Vor dem geistigen Auge brettern sie bereits mit dem Aufsitzmonster über saftige Grün, zu richten die Lebendigen und die Tulpen. Im Inneren der Reihenbutze befühlt Mama kritisch den winterlichen Speckreif unterm gnädig kaschierenden Pullover und fragt sich, ob der insgesamte Auslösereiz, also auch der außereheliche, noch reichen wird für diese Saison. Drunten an der Ecke stellt Luigi die Stühle vors Eiscafé Da Luigi und überlegt, ob er in diesem Jahr die Kugel um 20 Cent verteuern oder lieber den Portionierer verkleinern soll. Sein Blick schweift entlang den Reihenhausfassaden und bleibt an Nummer 27 hängen. In dem winzigen Vorgarten steht das Arschegesicht und befummelt den Fangkorb seines Aufsitzmähers. Das ist Luigis Name für diesen Trottel, dessen Frau Brigitte er letztjährig einmal die Woche besprang. Eigentlich war sie gar nicht sein Typ, aber eben nahe bei seiner Eisdiele. Wenn seine Frau zum Einkaufen fuhr, schloss Luigi den Laden für eine halbe Stunde und schob eine kleine Numero auf fettes Brigitte. Es war nicht so beschissen, wie es sich anhört. Luigi war fast 60, kaum größer als ein mittlerer Jagdhund, da musste man nehmen, was einem vor die Flinte kam. Heute ist der erste wirkliche Frühlingstag. Dieser unbeschreibliche Geruch, der bis in die tiefsten Windung des Hirns vordringt, liegt in der Luft. Und auf seinem Weg dorthin werden etliche Synapsen im Rechenzentrum ausgeknipst. Luigi blickt noch immer zu Haus Nummer 27 rüber. Arschegesicht streichelt noch weiter den fetten Hintern seines Aufsitzmähers. Wie in Trance hängt Luigi das Schild »Bin gleich wieder da« vor seine Ladentür und schleicht wie ein rolliger Kater zu den rückwärtigen Gärten der Reihenhäuser. Später wird Helmut Zwitala den Beamten erzählen, es hätte so ein wunderbarer Geruch nach Frühling in der Luft gelegen und da wäre er reingelaufen, um seine Frau zu fragen, ob man womöglich den monatlichen Beischlaftermin um 3 Wochen vorziehen könne. Ja, und da habe er diesen nackten Einbrecher gesehen, wie der seine Brigitte würge. Zum Glück habe den Zündkerzenschlüssel des Rasenmähers in Händen gehalten und nur 2 Mal zuschlagen müssen. Draußen liegt noch immer dieser unnachahmliche Geruch nach Frühling in der Luft. Wischmeyers Schwarzbuch. Jeden Mittwoch auf Radio 1.